Moin Rasenfreaks. Es ist richtig windig heute Morgen. Richtig, richtig windig. Und grau. Und es soll noch regnen heute Nachmittag. Aber es ist wärmer. Gefühlt 1 Grad. Es sind aber schon 5 Grad. Heute Nacht hat es auch nicht gefroren. Alles schön trocken hier. Und der Rasen sieht furchtbar aus. Jetzt ist plötzlich alles braun. Wie kann denn die Sonne... Oh, Sturm. Wie kann denn die Sonne so die Farbe des Rasens verändern? Jetzt sieht ja sowas von braun aus. Es ist der Horror. Ja, mal gucken, was wir heute machen. Yeah! Hallo liebe Rasenfreaks. Eine Woche. Es ist jetzt eine Woche her, da habe ich hier diesen Topf gefüllt. Und jetzt ist der Rasen schon hier so rausgewachsen. Es ist Wahnsinn. Ich habe mir ja so eine Pflanzenleuchte gekauft. Wo ist mein Hightech-Feature? Hightech-Feature ist ein cooles Wort. Hightech-Feature. So, wir messen mal. Guck mal, das ist hier der, ich würde mal sagen, diese beiden, das sind die beiden längsten Halme. Und der ist schon 7 Zentimeter. Der ist schon 7 Zentimeter lang. Hier hinten noch einer. Auch 7. Da kann man schon leicht einen Schnitt wagen. Nach einer Woche. Ideale Verhältnisse. 21 Grad, schöne Sonne, ständig bewässert. Und dann haut der Rasen hier aus dem Topf raus. Wahnsinn. So, wir schneiden jetzt ein Drittelregel. Klick, 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 klick. Die ersten Hälmchen ab. Ja, das war's. Krass. Ja, liebe Rasenfreak, das hier war's zum Freak-Projekt. Rasen pflanzen in einen Glasbehälter. Ich habe also sehr interessant von einem Kollegen, von einem Zuschauer einen Kommentar gelesen und er hat recht. Wir haben natürlich hier unten keine Löcher drin, weil es ein Glastopf ist. Und was macht denn die Feuchtigkeit, wenn sie langsam unten runtersickert und unten dann Staunässe bildet? Gibt es da eine Fäulnis, sodass dann hier mein ganzer Behälter umkippt? Und dann der Rasen kaputt geht. Keine Ahnung, ich bin jetzt sehr gespannt. Die Hälmchen sind noch sehr, sehr dünn, finde ich. Jetzt habe ich schon die ersten Spitzen abgeschnitten. Das ist in einer Woche. Das finde ich schon erstaunlich. Zuerst kommt die Lolium perenne, das deutsche Weidelgras. Dann haben wir noch die Festuca rubra rubra drin. Und die Poa pratensis. Und die Poa pratensis kommt jetzt als nächstes und ganz am Schluss die Festuca rubra rubra. Die braucht so 2-3 Wochen. Ich muss nochmal nachlesen. Ich hoffe, das stimmt. Und das sind auch die ganz feinen Samenkörner hier. Die sind anscheinend noch nicht aufgegangen. Also erstmal kommt das deutsche Weidelgras, um schnell, das ist die Lücken zu schließen, um schnell wieder den Boden dicht zu machen, um auch das Unkraut an der Stelle nicht durchkommen zu lassen. Und dann kommen die schönen Rasengräser hinterher und sollen dann am Ende dominieren. Bin mal sehr gespannt, wie sich das hier auch verändert. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss!